Herzlich willkommen im LVR Römer Museum zu einer weiteren Folge unserer digitalen Führung. Ich möchte Ihnen heute einen weiteren Inschriftenstein unseres Museums vorstellen. Diesen Grabstein hier. Der Grabstein gehört einem Mann namens Tiberius Julius Tertius und er war Maler in der Siedlung, aus der später die Colonia Ulpia Traiana wurde. Der Stein wurde bei Ausgrabungen unter dem sogenannten Matronentempel in einer Abfallgrube gefunden. Wo sein Grab tatsächlich war, wissen wir nicht. Wir lesen aber die Inschrift auf dem Stein und erfahren darüber sehr viel über den Mann, der dort im ersten Jahrhundert gelebt hat. Diese Inschrift besteht aus großen Buchstaben, damit Vorübergehende sie lesen konnten. Und wenn man nicht viel Platz auf dem Stein hatte, musste man deshalb mit Abkürzungen arbeiten. Diese Abkürzungen konnten von antiken Leuten natürlich sehr einfach aufgelöst werden, so wie uns heute zum Beispiel USW. Ganz klar begegnet als und so weiter. So weiß man dann auch, dass TI, die ersten beiden Buchstaben auf der Inschrift, Tiberius heißen, also einer der wenigen römischen Vornamen. Tertius hat aber drei Namen, einen Vornamen, einen Familiennamen, der hier aus IVL oder IUL besteht, Julius oder Julianus, was sehr viel wahrscheinlicher ist. Julianus heißen sie dann, wenn sie das Bürgerrecht annahmen, nachdem sie vorher nicht Römer waren. Vermutlich war deshalb entweder Tertius selbst oder sein Vater erst Römer geworden und hatte dann diesen Namen bekommen. Wir sind bei Tiberius, Julius und sein eigentlicher Nenname, so wie ihn seine Lebensgenossen wohl genannt haben, war Tertius, der Dritte. Vermutlich war er der dritte Sohn seines Vaters. Aber das Besondere an dem Grabstein ist die Berufsbezeichnung, die darauf steht. Die kommt jetzt hier in der zweiten Zeile. Pictori. Wir kennen das vom englischen Picture. Pictor ist der Maler auf Latein. Pictori deshalb, weil das hier im Dativ steht, dem Maler Tiberius Julius Tertius. Und dann haben wir noch Abkürzungsbuchstaben ganz in der untersten Reihe. H-E-T-F-C. Das steht für Heres, der Erbe, ex testamento, gemäß dem Testament, faciendum curavit. Er hat dafür gesorgt, dass das, was gemacht werden muss, auch gemacht wird, nämlich eine Beerdigung veranstalten und einen Grabstein aufstellen. Und dafür war er eben beauftragt, schon wahrscheinlich von Tertius selbst in seinem Testament. Es ist üblich gewesen, zumindest diese Buchstaben farblich hervorzuheben. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Kollege des Tertius diesen Grabstein bemalt hat, bevor er aufgestellt wurde. Der Grabstein ist eigentlich sehr schön gearbeitet. Er ist jetzt nichts Besonderes. Also er zielt jetzt nicht auf den Beruf des Pictor ab durch Pinsel, Farbtöpfe oder andere Sachen, die bei anderen Gräbern häufig mitunter den Status und den Beruf irgendwie hervorgehoben haben. Aber er ist halt eben gewissermaßen von der Stange gekauft. Vielleicht war der Nachlass, aus dem der Stein bezahlt werden sollte, dann doch nicht so üppig gewesen. Und vielleicht war auch die Bemalung nicht so reichhaltig gewesen. In der Rekonstruktion haben wir jetzt zum Beispiel hauptsächlich Erdfarben verwendet, die überall im ganzen Imperium in Hülle und Fülle eigentlich zur Verfügung standen und auch für den schmalen Geldbeutel zum Bemalen des Grabsteins ausgereicht haben. Was den Grabstein des Tiberius Julius Tertius besonders macht, ist eigentlich der Umstand, dass wir seine Werkstatt gefunden haben, das heißt höchstwahrscheinlich seine Werkstatt. Und dort wurden verschiedene Utensilien gefunden, die definitiv dem Malerhandwerk zuzuordnen sind, die hier drüben in der direkt daneben stehenden Vitrine ausgestellt sind. Wie eine Reibschale, mehrere Farbtöpfe und Farbreste, die tatsächlich Aufschluss darüber geben, mit was Tiberius Julius Tertius zu Lebzeiten gearbeitet hat. Hier aus der Vorkolonia-Siedlung und der Umgebung haben wir beispielsweise Funde von ägyptisch Blau, das relativ häufig auch im Umfeld von militärischen Einrichtungen zu finden ist. Aus der Malerwerkstatt selber kennen wir die Aufbewahrungstöpfe, wie sie auch in der Nähe von Frankfurt in Heddernheim beim dortigen Malergrab gefunden worden sind.
Es gibt einen großen Mörser, der zur Herstellung von weichen Pigmenten wie Kreide oder Ocker genutzt werden konnte, wie man heute in den Farbresten drin noch sieht. Und es gibt eine schöne Anzahl von Mischgefäßen hier, die alle möglichen Farben zeigen, wie zum Beispiel ein Ockerrot oder Ockergelb. Und als besonderen Clou hier hinten zwei große Scherben von einem großen Behälter, in dem eine große Menge Blau angerührt worden ist. Blau ist ein relativ kostbares Pigment der Antike gewesen. Das heißt, hier hat wohl jemand einen richtig großen Auftrag bei dem damaligen Maler platziert.